Hier in Norwegen wird angeblich das giftigste Lebensmittel der Welt erzeugt. Laut dem Bericht eines französischen Verbrauchermagazins ist der Zuchtlachs voller krebserregender Substanzen. Lachsproduzent Marine Harvest, der mehr als 1 Million Tonnen Lachs pro Jahr produziert, möchte die Ängste gern zerstreuen. Ich bin traurig, wenn ich das höre, denn es ist nicht der Fall. Die Schadstoffe liegen weit unter den Grenzwerten, die als sicher gelten. Mit 114 Betrieben ist Marine Harvest der größte Lachsproduzent in Norwegen. Die Netze in den Fjorden sind 30 Meter tief und in ihnen leben jeweils 180.000 Fische. Wegen des beengten Lebensraums ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Krankheiten und Parasiten ausbreiten. Deshalb werden die Lachse häufig mit Chemikalien behandelt. Gefüttert werden die Fische mit diesen Pellets, die laut Kritikern verseucht sind, mit Industriechemikalien wie PCB und dem umstrittenen Antioxidans Etoxiquin. Experten der Universität Bergen halten die Konzentration dieser Chemikalien für gering. Französische Verbraucherschützer sind dagegen der Ansicht, dass Käufer nicht genug Informationen bekommen. Uns stört, dass Etoxiquin in bestimmten Dosen als gefährlich für Menschen eingestuft wurde, weil es als Pflanzenschutzmittel verwendet wurde. Bei Fischen wurde die Giftigkeit nicht untersucht. Wir haben Spuren von Etoxiquin in gezüchteten Lachsen gefunden, aber wir wissen nicht, wie gesundheitsschädlich das für Menschen ist. In den vergangenen 20 Jahren ist die weltweite Lachsproduktion von 27.000 Tonnen auf 1 Million Tonnen emporgeschnellt. Und trotz der Gesundheitsbedenken bleibt die Nachfrage nach Zuchtlachs ungebrochen hoch.